Ich grüße euch. Entschuldigung. Im Archiforum-Netz wurde diese Frage gestellt, wie man eine Parabel- oder Seillinienarchicad erstellen könnte. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Dinge. Und Normalparabel ist einfach x ist y zum Quadrat von der Formel her. Ich würde es dann als GDL machen. Ich habe hier eben die Code-Snippets reingegeben. Die kann man sich einfach rauskopieren. Steuerung C. Dann geht man ins Archicad und legt sich ein neues Bibliothekselement an. Bibliotheken und Objekte als Ablage Bibliotheken und Objekte. Neues Objekt. Parabel. Und ich gehe gleich ins 2D-Skript hier. Steuerung V, gibt das rein. Diesen Parameter Teilungen brauche ich noch. Steuerung C. Ich gehe auf Parameter und sage hier einen neuen Parameter. Also A und B ist schon da und das Zeug. Das ist mir jetzt egal. Ich sage einfach neu. Hier Steuerung V Teilungen. Eine Ganzzahl. Kann man hier auswählen. Ich sage mal 15 Stück. Ich gehe ins 2D-Skript. Ich sage Skript prüfen. Der findet das Skript okay. Ich kann mir auch eine 2D-Ansicht gleich anschauen, wie das Ganze aussehen wird. Das heißt, hier sind die Hotspots, die sich rauf bewegen. In der X-Richtung, in der Y-Richtung, das X zum Quadrat, ergibt einfach so eine halbe Parabel von 0 weg. So, was habe ich gemacht? Zuerst einmal den ersten Hotspot gesetzt, dass irgendwo einer ist. Dann habe ich die zwei Parameter hier drinnen neu angelegt mit dem. Und zwar dynamische. Das heißt, ich kann hier einen Index dann später vergeben und das wächst. Dann sage ich, ein Teil ist die Länge a durch die Anzahl der Teilungen, durch die 15, was ich zuerst eingegeben habe. Dann sage ich, mach 15 mal, also für irgendein i, vom 1 bis Teilungen, also 15 plus 1, soll er in dieses neue hier gegründete dx i, also das wird immer, so oft es durchläuft, wird das i raufgezählt. Bekommt immer einen neuen Wert. Ist Teil mal i, das ist das x, y, ist Teil mal i zum Quadrat. Und da soll er jedes Mal gleich einen Hotspot mit genau diesen Dingen, die ich hier erstellt habe, machen. Das sind die Hotspots, die raufgehen. Wenn er das fertig hat, soll er das nächste i machen. Dann ist die erste Schleife durch. Dann soll er noch eine Linie machen vom Nullpunkt weg, von diesem Hotspot, von diesem Nullpunkt weg, bis zum ersten, also i1, bis zum ersten Mal, wo er das rechnet, damit der erste auch drinnen ist. Und dann wieder eine neue Schleife, die genauso lautet wie die obere, wobei er dann einfach die Linie immer vom jeweiligen i bis zum jeweiligen i plus 1 sozusagen zeichnet. Dann kann ich das Ganze einfach hier, wenn ich kann es mir kurz anschauen, geht dann hier so rauf. Ich setze das rein und habe hier sozusagen, wenn ich es anklicke, hier die ganzen Punkte. Wenn ich sage, ich möchte jetzt 100 Teilungen haben, wird die Sache natürlich etwas enger, aber er teilt das dann sehr genau einfach ein. Aber es ist keine Kettenlinie. Eine Kettenlinie wird völlig anders berechnet. Gut, danke, das war's schon wieder. Viel Spaß damit. Für die andere Seite würde man einfach entweder die Formel etwas versetzen oder das Ganze einfach spiegeln. Schöne Tage.